Wer ist eigentlich Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen ist eine deutsche Politikerin. Sie wurde am 8. Oktober 1958 im belgischen Brüssel geboren. Sie ist seit 1990 Parteimitglied der CDU. Sie war von 2005 bis 2019 Ministerin verschiedener Ministerien. Und sie ist seit 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission. Über Archäologie und Volkswirtschaftslehre kam von der Leyen schließlich zum Studium der Medizin. Dieses schloss sie 1987 ab und setzte kurz darauf noch ihren Doktor drauf. Sie trat, wie erwähnt, 1990 in die CDU ein und war dort zunächst auf kommunaler Ebene, also in ihrer eigenen Gemeinde in Niedersachsen, tätig. Ihr erstes Amt im Niedersächsischen Landtag bekam sie 2003. Nur 2 Jahre später gelangte von der Leyen nach der Bundestagswahl 2005 in den Bundestag. Sie wurde von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel in das Kompetenzteam für Familie und Gesundheit gerufen und kurz darauf, genauer gesagt am 22. November 2005, als Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vereidigt. Oder kurz, sie wurde Familienministerin. Nach der Bundestagswahl 2009 wurde von der Leyen zunächst erneut zur Familienministerin ernannt. Als kurz nach der Wahl allerdings Arbeitsminister Franz Josef Jung zurücktrat, übernahm von der Leyen dessen Amt und wurde schließlich als Ministerin für Arbeit und Soziales vereidigt. Auch dieses Amt führte sie für ungefähr 4 weitere Jahre. Am 17. Dezember 2013, ihr erahnt es, nach der Bundestagswahl 2013 wurde Ursula von der Leyen als erste Frau überhaupt Bundesministerin für Verteidigung. In ihrer Zeit als Verteidigungsministerin unterzog sie der Bundeswehr einige Reformen und erhöhte zum Beispiel den Etat der Bundeswehr, also das Geld, das der Staat zur Verfügung stellt. Seit Dezember 2019 ist von der Leyen nicht mehr nur nationale Politikerin, sondern als Präsidentin der Europäischen Kommission auch an der Politik in Europa nicht unwesentlich beteiligt. Ihre Amtszeit als Präsidentin dauert insgesamt 5 Jahre, also sie ist noch bis 2024 im Amt. Als Präsidentin der Kommission steht sie an deren Spitze. Sie beruft Versammlungen ein, verteilt Aufgaben und gibt die politische Agenda vor, also die Richtung, in die es gehen soll. Als Präsidentin ernannt, wurde sie von Staats- und Regierungsspitzen sämtlicher Mitgliedstaaten der Europäischen Union und nach Bekanntgabe ihrer politischen Leitlinien vom Europäischen Parlament gewählt. Ihre Leitlinien sind unter anderem ein europäischer Grüner Deal, ein Europa für das digitale Zeitalter, eine Wirtschaft im Dienste der Menschen, ein stärkeres Europa in der Welt, die Förderung unserer europäischen Lebensweise und ein neuer Schwung für die Demokratie in Europa. Sie war über 14 Jahre hinweg Ministerin in 3 unterschiedlichen Ministerien, ist aktuell eine der führenden Politikerinnen in Europa und zudem privat Doktorin der Medizin. Politisch trat sie übrigens in die Fußstapfen ihres Vaters. Ernst Albrecht war von 1976 bis 1990 Ministerpräsident von Niedersachsen und lange darüber hinaus in der CDU aktiv. Man kann gespannt sein, wohin ihr Weg noch führt.